Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Link Nuzlocke. Pokémon Challenge. Feuerrot und Blattgrün. Blattgrün und ja. Challenge nice. Und mit Train. Meine ja. Fresse. Mann, was für ein Titel, Part, ne? Alter. Oh, oh ja. Im letzten Part mit Train, Alter, wirklich. Ihr müsst unbedingt bei Train reingucken. Wir haben gegen unseren Rival gekämpft und meine Fresse war das spannend. Gegen den guten Zacker, Alter. Der hätte uns fast, ja. Der hätte uns echt die Pokémon können. Gekostet, Alter. Und wenn ich sterbe, das ist ja das, wenn ich verkacke, verkackt auch Train. So einfach ist das. Richtig. Das ist nicht einfach so sagen, da kann man nicht einfach so sagen, von wegen, oh, ja, der verliert, ist sicher nicht schlimm. Man kann ja selber entspannen. Nein, man fiebert immer noch mit. Das ist was ganz anderes. Korrekt. So, wir haben unsere Pokémon alle auf Level 9 gelevelt. Richtig, wir haben hart gelevelt. Nein, Scherz, wir verarschen euch nicht. Wir haben die natürlich mit Sonderbonbons hochgelevelt. Wir sind hier ehrlich mit unseren Zuschauern, aber wir sind nicht overlevelt. Richtig. Ihr habt es an Zacker gesehen. Im letzten Part, wir sind definitiv überlevelt. Richtig. Er hat nämlich ein... Na, was hat er als da rausgeholt, gleich sofort zu Beginn? Taubsi und Shiggy Level 9, Alter. Der hat richtig durchgedreht. Im letzten also wir Part, sind definitiv krass. Nicht überlevelt. Richtig. Aber vielleicht ein bisschen jetzt für den Vertania-Wald. Kann sein. Mal sehen. Im letzten Part hat mein Kataravalon leider ein Raupi weggekrittet und deswegen gibt's kein Pokémon für uns im Vertania-Wald. Das ist alles Trains Schuld. Richtig. Ach scheiße, ich hab vergessen, Fußkick. Oh, Windstoß, ja, das ist super hier im Vertania-Wald. Fußkick ist ja nicht sehr effektiv gegen Hornyu, Alter. Nee, du ist musstest ja vergiftet werden. Oh. Ich hab kein Gegengift, ne? Level 10. Bitte? Du hast kein Gegengift dabei? Ich hab kein Gegengift, ne? Dein Ernst? Leider ja, ich darf gleich zum Pokémon Center rennen. Richtig wieder gut vorbereitet, ne? Ich sag's dir. Was ich immer komisch finde? Was? Dass bei Kokuna immer, bei den Versionsunterschieden, in Englisch heißt einfach nur Kakuna. Wieso? Wieso ändert man das denn um, wenn das Kakuna, Kokuna? Warum? Ich hab keine Ahnung. Oh, scheiße, und mein Kataravalon ist fast Edition, tot, Alter. Und in der allerersten Edition hat Kokuna sogar noch hier Sicheln, ne? Ist das schon aufgefallen? Ja, ne? Ja, das ist Sichelhände. Hat Kokuna irgendwie verloren. Oh, guck der Kataravalon an, der wird gleich verrecken. Ich schick mal Yuki in den Kampf. Hör auf, ein Kampf-Pokémon im Vertania-Wald zu leveln. Das ist die dümmste Idee, die du machen konntest. Bitte werd nicht vergiftet, Yuki. Please, no, und ein Crit. No poison. Oh. Los, Windstoß. Das ist Stab und sehr effektiv. Komm, das überlebt. Was? Oh, please, no poison. Bitte nicht. Oh, danke. Yuki regelt. Ey, dann ernst hier, ne? Mr. Pokémon. Hier findest du übrigens Gegengift gleich. Ja, gut. Ich brauch nicht zum Pokémon Center rennen. Sehr schön. Na, Kontra, wie dämlich du dich noch anstellst. Man weiß es nicht. So, der... Der Kokuna. Ich bin zwar klein, aber ich will nicht, dass du mich deswegen gewinnen lässt. Halt's Maul, als wenn ich dich gewinnen lässt auf deiner Größe. Selbst wenn du behindert wärst, würde ich dich nicht gewinnen lassen. Weil es halt einfach unverschämt ist. Ich glaube, in dieser Gen sterben die Pokémon nämlich noch, wenn wir, wenn das Gift auf 0 runtergeht. Oh ja, Yuki erreicht Level 10. Geil. Darf ich mal erwähnen, wie süß ich den Sprite von Raupi hier finde? Raupi ist echt niedlich, ne? Stimmt. Ja, ich weiß nicht, Raupi ist echt richtig niedlich. So, wie viele Schritte habe ich? Ich habe 9. 1. 2. Boah, Junge. Mach mir doch nicht so eine Angst. Alter, ich habe nur ein Gegengift. Nimm einen Trank. Ich sollte wirklich mal gegenheilen, ne? Mit einem Trank. Darf ich mal erwähnen, wie schnell mein Okko-san hier levelt? Okko-san ist schon Level 11, ne? Das ist übertrieben, Alter. So, ich pack aber Yuki mal nach vorne. Aber ansonsten... So, wir dürfen hier keinen Pokémon fangen, leider. Dank Train. Dank Train. Guck, schaut in den letzten Part rein. Dank Train darf ich hier keinen Pokémon fangen. Bedankt sorry, dass mein Kataravalon meinte, dass es ein Raupi wegritten muss. Ja, das war scheiße. Leider Gottes. Bleibt aber nicht aus. Oh, Raupi ist so süß, ne? Ja. Bitte töte es einfach, danke. Und ich muss sagen, ich hab ernsthaft ein bisschen Schiss vor Rocco, ne? Deswegen tue ich jetzt schon mal
Banzerschack nach vorne. Damit er hoffentlich eine Pflanzattacke lernt. Du hast es gut mit Banzai-Chuck. Ich muss halt hoffen, dass... Banzai-Chuck regelt, Mann. Ich muss unbedingt... Weißt du, dass Pokémon sich entwickeln? Ich muss unbedingt Mankey, also Katarabalon, auf Level 11 leveln. Weil es kann Fußkick und Fußkick ist sehr effektiv. Und dann auch noch Step. Das sollte eigentlich für ein Onix easy reichen. Kein Pokémon für uns. Kein Pokémon für uns im Vertania-Wald, leider Gottes. So, ich hoffe, ihr noch Banzai-Chuck noch wird noch ein paar Level up hier. Ich möchte nämlich, auf welche Level lernt er hier Rackenhieb? Weißt du das? Ich glaube Level 14 oder so. Crit. Meine kleine Kröte. Bitte kein Poison, Alter. Windstoß ist super hier im Wald. Windstoß ist super. Definitiv. Yuki macht sie schon. So, Yuki ist Level 11. Yuki ist gut, aber jetzt muss Yuki mal ausgetauscht werden gegen Spongy. Spongy darf nicht zu kurz kommen. Wie kann man sein Kind Hilma nennen? Hilma, Alter. Hilma. Weißt du, dass Pokémon sich entwickeln? Ach nein. Warst du mir nicht... Warst du auch? Nicht sagst, wusstest du es auch noch nicht? Nee, ich wusste das nicht. Das ist für mich eine ganz neue Erkenntnis. Da heißt bei dir übrigens auch Hilma. Ja. Hilma, was für ein Lappen, ne? Ja, das hört ja an wie Hilfma. Aber nein. Helfen wir nicht. Guck dir mal an, Spongy, Alter. Spongy dreht komplett durch. Der rastet voll aus. Banzai-Chuck, der ist auch drauf. Ich merke das schon. Ich bin jetzt auch bei Raupi. Und Raupi darf jetzt auch gerne von uns gehen. Und damit erreicht Spongy Level 11. Woo! Warst du schon Level 11? Oh, ich erlerne jetzt schon mit Level 10 Rackenhieb. Nice! Danke. Du hast es gut, Alter. Ich muss unbedingt Katarabalon leveln auf Level 11, damit er mit Onix gleichziehen kann. Sonst das Ding ist halt, aber Level 10 ist trotzdem für Onix viel zu schwach. Weiß ich nicht. Du hast... Oh, was setze ich denn schon wieder Fußkick ein, Alter? Ach, es war sogar ein Crit. Guck mal, Katarabalon crittet alles weg, Alter. Richtiger Lappen. Aber hier, Banzai-Chuck hat auch gerade einen Crit gelandet. Also, der brauchst du nicht verstecken. Aber wir kämpfen gerade gegen denselben Trainer übrigens, ne? Yep. Aber ich werde ein bisschen länger brauchen, weil ich muss Katarabalon unbedingt leveln. Oh, ich habe verloren. Yay, gib mir deine fucking Kohle. Oh, komm. Ich hasse Safcon und so eine Scheiße, ne? Ist das so? Ja. Safcon ist doch voll niedlich. Genau, Safcon ist so niedlich. Was jetzt geil wäre, wenn du einen Shiny Raupi findest, Alter. Dann hätten wir noch einen Counter im Vertania-Wald. Aber Shiny-Pokémon sind sowieso selten. Zumindest waren sie es früher. Richtig. Seit Pokémon Let's Go sind sie es leider nicht mehr. Ja, die waren es schon seit XY nicht mehr so selten. So, auch Level 11. Nice. War ich nicht irgendein Ball oder so? Ja. Ich werde es richtig schwer in der Steinarena haben. Och, komm, so schwer wird es nicht haben. Und in der zweiten Arena auch. Oh, ich weiß. Oh, das wird richtig eklig werden. Das wird richtig, richtig eklig werden, Alter. Rudolf, Alter. Die Namen, ne? Rudolf. Einfach, wer nennt sein Kind? Einfach, muss man überlegen. Wie nenne ich mein Kind? Ja, Rudolf. Nach Rudolf langem ist ein Überlegen. Geiler Name. Nach langem Überlegen nennt man sein Kind einfach Rudolf. Ja, weil man einfach keinen Bock mehr hat, sich das überlegen. Richtig lächerlich, ne? Man hat einfach keinen Bock, man nennt es einfach Rudolf. Auch wenn das Kind in der Zukunft immer im Kindergarten in der Schule bestraft wird. Nein, Banzai-Chuck ist vergiftet. Gemobbt und gehänselt und gekretelt. Ja, gekretelt gerade, ne? So, das heißt, mein Spongy erreicht gleich Level 12. Tschüss, Raupi. Nice. Rudolf, Alter. Rudolf. Du bist zu gut, ich gebe auf. Du hast verloren, du brauchst nicht aufgeben. Ja, Spongy ist Level 12. Wäre geil, wenn Spongy jetzt irgendwie Doppelkick erlernen würde oder so ein Scheiß. So, hier haben wir unseren nächsten Encounter. Nein, haben wir nicht. Ist immer noch Route 2. Ach nein, stimmt. Oh Gott. Die geht einmal komplett um Vertania-Wald rum. Hast vergessen, ne? Hast vergessen.
Stimmt. So, Dafür gehe ich in Pokémon Center rein. das heißt für Erstmal. uns bis zu Rocco kein Encounter. Aber das heißt jetzt tatsächlich, wir müssen unten im Part, jetzt im Part leveln. Wir haben keine Wahl. Schneiden wir raus, ne? Wollen wir das rausschneiden? Nee, ne? Oder? Das dauert schon extrem lange, ne? Man muss überlegen. Ja, die müssen Ich möchte mindestens das halt, das alle Leveln Level halt 11 nicht drin sein. haben. Ja, ich Ja? will das Leveln halt nicht drin, so halt drin haben irgendwie ein paar. Das sieht doof aus. Okay, dann cutten wir das komplett raus. Gut. Wir Ab sehen jetzt uns gibt's einen dann Cut. vor der Arena wieder. Ja. Ja, wir haben uns doch entschieden, wir wollten erstmal ins Museum gehen. Richtig, gehen wir Ne? erstmal ins Museum rein und gucken Gute uns alte da mal um. Museum. Wollen ja ein bisschen was mitnehmen. Für Kinder kostet Kostet der Eintritt Eintritt so. Guck 50 mal, Poké-Dollar. der zockt uns richtig ab, ne? Richtig, Alter. Was ist Ich mit weiß auch dem gar denn nicht. los? Hier gibt's eigentlich gar nichts zu sehen, ne? Dies ist Hier ein ist ja nichts. außergewöhnliches Fossil. Aerodactyl-Fossil, ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Cool. Und das? Kabutops-Fossil, ein urzeitlich und selten. Ja, nice. Na, das ist Dann interessant. Also, hier ist gehen wir eine mal. Rakete und ein Kind und ein Mann mit Halbglatze. Geil. Ich fange eins. Hätte ein Pikachu, ist so furchtbar Auf dem Mondberg süß. gefundenes Meteoritengestein. Der 20. Juli, die erste Mondlandung. Ugh. Ja, hier ist nichts. Komm, lass es jetzt ziehen. Ich möchte auch noch das Mädchen mit dem Pikachu anreden. Ich hätte gerne Ha, ein Pikachu, es ist so altes furchtbar Scheiß. süß. Ja, ein Pikachu, ich verspreche, ich fange Altes, eins. alte Relikte der Vergangenheit. Schließ damit ab. Genau. Ihr solltet in der Gegenwart leben. Ich verpiss mich jetzt. So. Tschüss. Und Scheiß da ich nicht weiß, wo die Abzocker. Arena ist, lasse ich mir jetzt erstmal die Arena zeigen. Genau, das können wir auch noch mitmachen. So, gehen wir hier einfach raus, damit er uns zur Arena führen kann. Ich folge dir. Oh Du bist Gott, meine Hände Rocco kann ich ständig auf ablegen. der Folge mir. Ja, los. Nice. Oh, ich bin so gespannt, ob wir den schaffen, ne? Das wird richtig ekelhaft werden. Also, wenn dein Mackie, ne? Wenn dein Mackie stirbt, da hast du verkackt. Ja, dann habe ich verloren. Ja. Du hast verloren. Dann ist Wenn du genug Mumm vorbei. hast, dann versuch dir einen Rocco. Als wenn ich nicht genug Mumm habe. Als wenn Rocco eine So, Herausforderung für mich guck, ist. zeigen wir den Leuten erstmal, weil wir haben ja gelevelt. Wir wollen ja den Po, wir wollen ja die Leute sagen, dass wir Ach ja. Unsere Pokémon. Alle Stats Level cheaten oder 11. sowas. So, hier, da seht ihr Ja, das. nee, Stats. Stats werden sowieso nicht gecheatet. Da seht ihr. Alle Stats für Ups, euch, nein. Leute. Puh, dann gehen wir in die Scheiß-Arena rein. Nur falls ihr denkt, so Alter, die cheaten doch. Gut, erster Kampf müsste ein Sandern sein, ne? Ein So, Sandern-Dude. wenn das ein Boden-Pokémon ist, wäre das richtig scheiße, Alter. Aber Es ist ein da. Boden-Pokémon. Ich guck mir das bei Sandern ist dir ein an. Du Boden-Pokémon. bist ja schon im Kampf. Weil dann schick ich Yukina. Nee, Nee, ein Klatsch. Kleinstein, tatsächlich. Kleinstein, okay. Denn Aber der hat gleich. doch. Früher hat er einen Sandern gehabt, ganz ehrlich. Vielleicht kommt Sandan danach. Oh, Level 10, ne? Ja. Rocco könnte nochmal eine Herausforderung werden, Leute. Rocco könnte was Rocco werden. könnte schwer werden. Bei Rocco könnten wir sogar verlieren, wenn wir Pech haben. Die ersten Orden sind immer mit die schwersten. Ja, die ersten zwei, drei, ne? Ja. So, sag ich doch, Sandern. Karateschlag, Alter. Na, bringt das noch was? Oh, Yes. Karateschlag tötet den nicht. Nein, nicht Sandwirbel. Hör auf damit. Ich hasse dies. So, ich habe den ersten Kampf geschafft. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin noch bei Kleinstein. Yes, noch ein Level up, Alter. Das reicht in einem Kampf zwei Level. Geil. Nice. Georg, Karateschlag. Alter. Geh zurück in den Dschungel, George. Oh, Nicht die Jahre Scheiße. messen entfernen und nicht die Zeit. Halt's Maul. Das hast du mir früher schon gesagt, als Kind. Karateschlag macht Und selbst da nichts, war ich ne? schlauer. So, ich warte auf dir. Ja, Karateschlag macht nichts. Nicht Sandwirbel, nein! Oh. Ich muss switchen. Ich switche zu Spongy. So, bitte kein Sandwirbel. Oh, danke. Mach Oh, keine Scheiße, ich schwör's dir, ne? Ich mach keine Scheiße. das macht richtig Schaden, ne? So, sehr schön. Nice. So, gut, ich guck mal kurz mal in meinen Pokémon. Alle voll, also ich könnte jetzt sofort zu Rocco gleich. So, bei mir ist nur Spongy nicht ganz voll, aber das ist nicht schlimm. Wir können mit den Rocco So, beginnen. eins, Zwei. zwei, drei. Drei. Dann wollen wir mal. Rocco wird hart. Rocco wird richtig hart. Gerade für mich, weil ich nur ein Glumanda habe.
Oh fuck, Alter, bitte, sei nicht so stark. Oh, Stufe 12, Alter. Oh nein, was ist denn Onyx für eine Stufe? War der 14? Der war sicherlich 14, ja. Yes, Rackenhieb, erst das. Sehr schön. Oh, scheiße. So, ich bin Kleinstein losgeworden. Hauba, Onyx gleich sofort. Nee, kannst du, wenn du wechselst, dann machst, wechseln ist ja doof. Ja, Katarabanon ist noch 12 geworden. Sehr schön. Oh, der ist 14, Alter, ne? Ja, Level 14. Klammergriff. Du bist so ein Dreckiger. Klammergriff. Die sind... Oh, nein. Vor. Sofort. Weggehauen, Alter. Oh Gott, guck mal, wie wenig Schaden ich mach. Oh, shit. Oh, bitte. Nicht. Oh. Oh. Krit ihn. Nein. Heil es. Oh Gott, zum Glück, ich kann froh sein, dass ich Katarabalon gerade hier hab, sonst wird der Kampf anders aussehen, schnellen Heal-Item. Mach keine Scheiße, Alter. Oh, jetzt muss ich noch einen Hit tanken. Karateschlag, los. Oh, das war ein Crit, Alter. Oh, ja, Crit. Oh, ich hab's geschafft. Boah. Oh, Junge, jetzt, oh, das war schlimm, Alter. Wir haben Rocco hinter uns gebracht. Alter. Ich habe Angst vor der Liga, ne? Oh, Alter, ich hab ja. Richtig hart wir brauchen, Angst vor der Liga. Wir brauchen unbedingt bessere Pokémon, ne? Uff. Welcher TM ist denn das jetzt? Felsgrab. Okay. Bringt aber leider nichts, wir haben kein Stein-Pokémon. Alter. So, jetzt müssten wir auch gleich die Turbo-Treter kriegen. Von wem? Aber erstmal ins Pokémon Center. Pokémon heilen. Ja. Bis jetzt kamen Yuki und Zocker fast gar nicht zum Einsatz. Gut, Zocker ist sowieso so lala. Ja. Zocker ist leider nicht so gut, ne? Was will man machen? Tja. Damit haben wir unseren ersten Orden geschafft. So, dann müssten wir hier... Das war doch schon... Hier müssten wir jetzt gleich unsere Turbo-Treter bekommen. Da, von dem Typen. Trainer! Ich bin froh, dass ich Assistent von... Übrigens, dieser Typ, der steht hier seit zwei Gens, steht er einfach hintereinander durchwegs hier weg und verteilt in der zweiten Gen die Buntschwinge. Ja, ich oder weiß. Oder den Silberflügel. Voll der verrückte Dude, Alter. So, jetzt habe ich die Turbo-Treter. Nice! Oh, ein Brief ist dabei. Hallo Trainer, hier ist ein paar Turbo-Treter für meine geliebten Trainer. Denk dran, ich drücke dir stets die Daumen. Gib nie auf und schließ dich nicht dem Feminismus an. Deine Mama. Ja, Turbo-Treter, geilo. Nice. Ja, das hab ich, weiß, ich bin dein Sohn, ich weiß. Sehr gut, wollen wir noch einen Kampf machen oder wollen wir hier ein paar beenden? Nee, der Part wäre dann kurz, wir müssen ja 3 Minuten schneiden. Also 3 Minuten können wir noch machen. Das ist Route 3, hier können wir einen Encounter fangen. Aber das würden wir gerne im nächsten Part machen, dann den Encounter fangen. So, erstmal. Den Kampf machen wir noch. Erstmal Yuki nach vorne packen, weil ich ein muss. Ein gute Taubsi. Ich muss die anderen auf Stufe 12. Level bringen. 9! Egal, müsst ihr. Ist easy. Ich hab wirklich ein bisschen Angst vor der Liga. Wir werden bei der Liga hart unterlevelt sein. Windstoß! Mach doch nicht das! Los, mach Yuki. Doch nicht dies! Ja, auch noch Sandwirbel. Oh Gott. Töte ihn. Nice. Oh, bitte mach. Ich habe immer noch, weil wir noch so wenig Leben haben, habe ich Angst vor Crits ohne Ende, ne? Ich auch. Ein Crit könnte hier echt tödlich sein. So, Göre Ricarda. Oh, jetzt setzt er auch Windstoß ein. Nur, wenn er nur einen Crit macht jetzt, dann bin ich tot, Alter. Uff. Oh, er geht daneben. Sehr gut. Ich muss Pokémon wechseln. Weil das ist doch nicht wahr. Butterchuck hat es echt schwer gegen Taubsies. Oh, ich hab's geschafft. So, ich werde aber jetzt nochmal zum Pokémon Center rennen. Was ist stärker, Fußkick oder Karateschlag? Fußkick, ne? Weiß ich nicht. Ich kann mal kurz gucken, bevor du was einsetzt. Warte. Guck mal bitte. Bericht. Fußkick, tritt den massigen
Also nur bei fetten Pokémon macht er mehr Schaden. Und okay. Karateschlag hat 50. Da taubt sie nicht also fett, aber das ist nicht sehr effektiv. Das war ein Crit. Aber Grit. Also, gut. Halt die Schnauze. halt die Gosch. So, einmal schnell ins Pokémon-Center, um mich zu healen. Du bist gefährlich. Danke. Das höre ich oft. Ich habe noch was ganz anderes Gefährliches. Ja. So, dann würde ich aber sagen, ja, dann ist der Part auch gleich vorbei. Ja, aber nur kurz ein Pokémon-Center und dann war's das, ne? Ja, eben. Rennen wir dann noch zu. Erfrisch deine Pokémon beim Pokémon-Center. Ja. Gut, ja. So, ich bin dann noch zu den Joy Mädels zurückgerannt. So. Das hast du noch getut? Ich hab noch getut, dass ich zu dem Mädel zurückgerannt bin. Uff. Ein Part mit Rocco, Alter. Ich sag's euch. Dieses Projekt. Also ich hab ihn easy geklatscht, also ich weiß nicht, wo dein Problem war. Ja, du hast ihn weggeklatscht. Ne, ich stell mich hier zu der Ollen, ich bin jetzt NPC Nummer 5. Und. Ja. Ja, der nächste Part gibt's wieder bei Train. Dann sehen wir unseren neuen Encounter. Richtig. Und ja, mehr gibt's eigentlich zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Tschüss.